Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Sie haben genau richtig eingeschaltet zu unserer 10-Euro-Megashow. Die nächste halbe Stunde kostet jeder einzelne Artikel nur 10 Euro, egal was er vorher gekostet hat. Und die Preise gelten genau für 2 Stunden. Sie müssen also schnell sein. Es ist eine Überraschungsshow. Wir haben keine Ahnung, was uns gleich erwarten wird. Sie natürlich auch nicht. Aber Diana, die weiß das und die holen wir jetzt mit dem ersten Produkt. Ganz wichtig, wenn Ihnen was gefällt, dürfen Sie sogar, wenn wir nichts anderes sagen, bei jedem einzelnen Produkt bis zu 5-mal zugreifen. Oh. Vielleicht auch für die ein oder andere Situation wirklich ganz wichtig oder als Geschenkidee. Und ich sehe schon, wir beginnen mit einer Outdoor-Steckdosenleiste. Ja, und genau so eine habe ich erst gesucht, weil ich bin umgezogen und da habe ich jetzt größeren Außenbereich, sagen wir mal so, da sind auch viele Steckdosen und da hätte ich auch gern schöne Lichterketten und so weiter. Aber ich habe noch nicht die passende Outdoor-Steckdose bzw. Mehrfachstecker. Und hier haben wir sogar 6 Steckplätze. Ja, super. Und die ist eben für Outdoor. Man sieht das an dem Deckel da drauf. Wir sind also staub- und wassergeschützt hier. Ganz, ganz einfach. Wenn Sie draußen elektrische Geräte betreiben, sollten Sie eine Outdoor-Steckdosenleiste benutzen, damit Sie da auch sicher unterwegs sind. Sogar der An-Ausschalter auf der Seite hat auch noch mal so eine Folie drüber, so eine Hülle drüber. Da kommt also nichts rein. Und damit kann man eben elektrische Sachen, so wie du, Lichter bei dir draußen oder überhaupt alles draußen betreiben. Aber Ingo, das ist nicht nur für Outdoor. Also ich sehe sowas auch in Werkstätten. Ja, gerade wo man sägt oder hobelt. Ja, weil es geht auch um den Staubschutz. Und wer da eine normale offene Steckdose hat, da kann es zum Problem werden durch die Verschmutzung. Im schlimmsten Fall sogar zu einem Kurzschluss führen. Deshalb auch, wenn Sie eine Werkstatt haben, wo Sie werkeln, egal welches Hobby, unbedingt so eine Steckdosenleiste, weil dann die nicht belegten Steckplätze eben geschützt sind vor Verschmutzung, vor Spritzwasser und vor allem vor Staub. Also auch da ganz, ganz wichtig. Kennt jeder von uns, ne? Diese Steckdosen, wo du den Stecker kaum noch reinkriegst, weil die total verstaubt sind. Ja, natürlich. Und das sind ja teilweise Brücken dann, die sich bilden. Ja. Und dann ein Kurzschluss ist dann vorprogrammiert. Also da ist sowas super. Aber Outdoor mit deinen Lichterketten. Ich weiß, dass viele auch dieses Jahr wieder Außenbeleuchtung machen. Ja. Vielleicht auch mit kleinen LED-Strahlern, um die Fassade hier zu machen. Auch weiß ich, dass viele Teiche haben oder Teichpumpen. Da brauchst du auch Strom. Da wäre so eine Steckdose natürlich auch Gold wert. Auch für den kleinen Swimmingpool, wo du eine Beleuchtung hast, eine Umwälzpumpe. Ja, niemals mit normalen Steckdosenleisten im Außenbereich arbeiten. Ja, 10 Euro ist ein Hammerpreis. Sie sehen das hier an der Seite, haben wir noch sogar, kann man festschrauben hier auf jeder Seite. Ideal natürlich, um das mal an der Werkbank oder an der Wand festzuschrauben. Damit ist man hier wirklich sicher unterwegs. Und die sind sogar, wir haben das richtig gesehen hier, diagonal angebracht. Finde ich immer ganz wichtig. Dadurch passen eben mehr, auch größere Stecker tatsächlich nebeneinander. Ich finde die richtig klasse, dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Die Grillsaison geht los und auch da wollen wir draußen Licht haben. Wir wollen vielleicht Musik haben. Wenn die großen Sportereignisse losgehen, draußen mal einen Fernseher aufstellen, da brauchen Sie eine Außensteckdose dafür. Und das ist hier eine Außensteckdosenleiste für 10 Euro. Unglaublich. Ja, normale Steckdosenleisten ohne Umweltschutz, Staubschutz, die kosten auch schon mindestens 10 Euro. Die ist ja auch noch schaltbar. Ja, hier sehen wir auch mal die Maße, die ich einfach vernachlässigen würde. Es ist einfach eine 6-fach schaltbare Steckdose für unter Umständen den Außenbereich. Aber in der Werkstatt, nochmal mein Tipp, würde ich auch immer so etwas benutzen. Vielleicht auch in der Waschküche, wenn man da mehrere Geräte angesteckt hat, ist es auch so eine Sicherheitsoption, damit wenn mal irgendein Malheur mit Wasser passiert, dass nicht gleich der Strom auch noch einen Kurzschluss hat. ZX3315 und die 569 ist die Stellnummer für unser erstes Produkt in dieser 10-Euro-Überraschungsshow. Wir haben noch viele Produkte liegen hier, die jetzt nach und nach reingebracht werden. Und Diana kommt schon mit dem nächsten. Dankeschön. Das ist was wirklich Süßes. Was wirklich Süßes. Und ich glaube auch neu. Weil ich jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ich kann es mir jetzt gar nicht, ich lese, was es ist, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Jetzt pass mal auf, das ist zusammenklappbar. Das sind also, ich würde sagen, auf Badisch Feschperdose. Ja, es heißt aber offiziell Silikonaufbewahrungsbehälter, aber die sind faltbar. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich sich, schauen Sie mal, vervierfachen, würde ich sagen. Das ist ja genial. Jetzt wird ein Schuh draus, oder? Ja. Und ich dachte erst, da passt ja gar nichts rein, aber jetzt? Es ist nur Butterbrot. Es ist ein Viererset, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Also so platzsparend, also
Wir sehen was, zwei verschiedene Größen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt ja, süß. Also 2x2. Ja. Und du, das ist Neuigkeit. Ja, ist eine Neuigkeit. Habe ich noch nie gesehen. Guck mal, hier verschiedene Größen. Aha. Und die kann man ganz einfach zusammenfalten. Und wenn man die zusammenfaltet, sind die so flach. So irre, oder? So, ist übrigens geeignet für Mikrowelle, Spülmaschine, Gefrierschrank, hält Temperaturen von minus 40 bis zu 230 Grad Stand. Und es sind vier verschiedene Größen, 350, 500, 800 und 1200 Milliliter. Aber dieses zusammenknautschbare, faltbare, das finde ich ja genial, weil du, wenn du sie mal nicht benötigst, so gut wie keinen Platzbedarf hast. Vierer-Set ist das, richtig? Ein Vierer-Set, genau. Ein Vierer-Set für 10 Euro, ehrlich zu sein, ist wirklich schön, weil ich habe auch schon mehrere mir bestellt und gekauft, dass du kannst eine Dose für 10 Euro kaufen. Hier, wir haben diese wirklich klappbare Dose, habe ich Steckdose gesagt? Aufbewahrungsdose, ja. Natürlich. Macht nichts. Ja, und die sehen so cool aus. Super, wir nehmen immer Essen mit, mit Monika zur Arbeit. Ich glaube, ich würde mir auch sowas kaufen. Super praktisch. Kauf gleich mehrfach, bitte. Kauf gleich mehrfach. Ich klaue dir mal ein paar. Ich wie flach die zusammengehen, das finde ich beeindruckend. Und dadurch, dass das Silikon ist hier, was hast du gesagt, 230 Grad? Bis 230 Grad. Kannst du auch mal in den Ofen tun. Ist ja super. Kannst du Lasagne hier auch machen. Da kannst du Lasagne machen, da kannst du alles machen. Du kannst es eben auch in die Mikrowelle wieder aufwärmen. Also gerade bei uns, wir haben ja auch eine Mikrowelle hier, die nutzen viele in der Mittagspause. Da ist sowas natürlich auch perfekt. Auswaschen, dann wieder zusammenfalten, dann nimmt es keinen Platz mehr weg. Und dann passt es eigentlich vom Flachen her auch wirklich in eine Schublade. Ja? Weil normalerweise Dosen, die nehmen ja genau den Platz weg, der so Füllvolumen haben. Hier, das ist ja kein Zentimeter mehr. Das ist auch richtig praktisch für die Schultasche. Weil da hat man ja meistens auch nicht so viel Platz. Und dann, wenn man aufgegessen hat, einfach kurz sauber machen. Da gibt es ja überall Wasserhahn. Und dann einfach zusammenfalten. Und dann passt vielleicht noch mal ein Buch mehr rein. Oder noch ein Liebesbrief, den man so kriegt, passiert ja einiges. Ein Liebesbrief in die Aufbewahrungsdose. Also okay, gut. Kann man einfrieren. Ja. Möchte ich jetzt nicht kommentieren. Frau kann für Mann was kochen und dann einfach schreiben. Schönen Tag dir, mein Schatz. Oh, ach so, zum Essen noch ein Liebesbrief dazu. Oh, ist das lieb. Oh. Machst du das jeden Tag bei deinem Freund? Ich habe das schon gemacht. Okay, es ist auf jeden Fall eine Neuheit, dieses Viererset. Nagelneu, es ist eine TV-Premiere, meiner Meinung nach. Ich habe es noch nie gesehen. Und Sie bekommen es für 10 Euro. Das ist ein mega Schnäppchen. Die Bestellnummer ist die ZX6532 und die 569. Ich glaube, sehr, sehr praktisch. Ob mit oder ohne Liebesbrief spielt da eigentlich keine Rolle. Ja, aber schau mal, das siehst du doch links oben nochmal, dieser kleinen Haufen. Das ist, wenn es zusammengefallen ist, aufeinander gestapelt, nimmt es nicht mal Platz einer Dose weg. Also ich finde das sehr, sehr coole Farbe, finde ich. Ne? Sieht richtig hip aus. Ich finde es praktisch. Haben wir als TV-Premiere für Sie hier in der 10-Euro-Show gehabt. Eine Überraschung für uns und für Sie. Wir haben ja viele verschiedene Sparten und werden viele davon hier jetzt tatsächlich auch besuchen. Ist das schwer. Mein liebes Brief kommt hier. Jetzt geht's in den Campingbereich. Oh, schöne Sendung noch, muss mal gucken. Ich gebe dir schon mal die Einzelteile. Guck mal, eine Tasche, ein Griff, wir haben ja wirklich einiges. Und ein 6-in-1 Multi-Werkzeugspaten für Outdoor mit Messer, Säge und Beil. Und da ist sogar noch mehr dran, steht hier. Aus Carbonstahl und noch Transporttasche mit praktischer Gürtelschlaufe. Also das ist ja wirklich genial für Camping oder auch für den Garten, weil du nicht viel Platz brauchst. Du kannst es auch unterwegs, da ist eine Gürtelschnalle dran, kannst du dir den kompletten Spaten an Gürtel machen. Und wir haben noch mehr, wir haben eine Säge, habe ich gesehen, einen Spaten, eine Axt und ich muss mal gucken, was da noch alles dabei ist. Schauen wir mal. Noch eine große Säge. Also das ist ja wirklich genial. Und zwar im Schaft versteckt. Ja. Ich nehme jetzt mal die Säge. Und da hast du einen richtigen Griff. Ja. Da ist auch übrigens noch ein Flaschenöffner mit dabei. Der ist hier, und ein Nagelzieher. Ein Nagelzieher. Muss ich jetzt suchen, welches das ist. Aber das ist bestimmt auch praktisch. Nee, der ist an der Axt dran, natürlich. Ja, oder am Spaten. Hier. Ja, nee, an der Axt, guck mal, dieses fast in Herzform, das ist ein Nagelzieher, ja, wenn du einen Nagel ziehen musst. Aber, aber ich finde das ja aber genial. Aber das ist so romantisch, ich dachte, das ist einfach so Herzchen hier. Eine Axt, eine romantische Axt. Ja, es sind auch sehr viele Kunden richtig begeistert. Zum Beispiel hat uns der Malte geschrieben, dieses funktionelle Werkzeug ist ein idealer Begleiter beim Wandern im Campingbereich, welches wertvolle Dienste leistet. Das glaube ich.
Das sollte man immer mal mit dabei haben, weil hier ist ja wirklich 6 in 1. Das nimmt nicht viel Platz weg. Hervorragend. Und vor allem auch, wie leicht es umgebaut ist. Sie haben es vielleicht gesehen. Ich habe jetzt eine Säge draus gemacht, aber das ist ein ganz einfacher Clipverschluss hier. Einmal drücken, raus. Und jetzt können wir natürlich die Säge wieder im Clip verstauen. Das geht genauso schnell. Und jetzt kann ich ganz ruckzuck eine Axt oder einen Spaten draus machen. Also du brauchst da überhaupt keine Zeit. Und egal, was für ein Werkzeug du brauchst. Ja, wie lange habe ich jetzt gebraucht? 10 Sekunden? Ja. Jetzt habe ich hier eine richtig schöne Axt oder dann Herzchen. Eben ein Spaten. Mit Herzchen, extra für Diana. Das ist wirklich hervorragend. Klasse. Sie bekommen natürlich auch noch hier die Tasche mit dabei. Gürtelschlaufe ist auch noch dran. 4 Aufsätze leicht zu wechseln und das Material ist hier Carbonstahl. Sollten Sie unbedingt direkt bestellen oder vielleicht auch, wenn Sie wirklich im Autobereich unterwegs sind oder Freunde haben, die da unterwegs sind, einfach mal verschenken. Ich denke, das kommt wirklich super an. Aber vielleicht auch so einfach mal für den Garten da haben, da muss man ja auch mal einiges machen. Die Bestellnummer ist die NX5470 und die 569 dürfen Sie gern bis zu 5-mal bestellen. 10 Euro, unglaublich, ne? Oh, wir haben einen Preisalarm. Preisalarm bedeutet, es ist die Ausnahme zur Regel. Alles dürfen Sie 5-mal bestellen. Unseren Preisalarm nur einmal, weil wir da nur ein kleines Kontingent beiseite legen konnten für Sie. Aber ich sehe schon, es ist eins deiner Herzensprodukte, Moni, ne? Ja, eine Lichterkette. Aber ich glaube, das ist der Lichtervorhang. Ja. Der ist richtig klasse. Ich steck das mal hier rein. Für draußen auch? Also Lichtervorhang, Ingo, sag uns mal, wie groß der ist. 3 mal 3 Meter. Wow, da sehen wir es. Also hier ist er noch zusammengewickelt, so kommt er zu Ihnen, aber das macht man einfach auf und dann lässt man die Fäden nach unten hängen, vor dem Fenster, vor einem Vorhang, USB-Stromversorgung und dann ganz einfach mal das Ganze so beleuchten. Ich glaube, das ist ein absoluter Hingucker. Ich könnte mir das auch vorstellen, bei dir in der Kellerbar, Ingo. Ja, du hast verschiedene Leuchtmodi, schau mal. Du hast verschiedene Leuchtmodi, kriegst noch eine Fernbedienung dazu. Mhm. Guck mal hier, wir haben das jetzt so flackernd. So ineinander übergehend. Ist auch wunderbar. Also sieht hier ein bisschen unkoordiniert aus, weil es noch zusammengerollt ist. Aber entrollt, wie viele LEDs sind das? Hunderte, oder? 300 LEDs. 300. Das ist also wirklich ein lichter Vorhang. Sie haben das eben gesehen. Sie sind jetzt alle hier aufgerollt. Ja. Aber wenn Sie die an die Wand hängen, haben Sie so eine richtige Wand von LEDs. Ein unglaublich toller Effekt hier. Wie gesagt, verschiedene Leuchtmodi und eine Fernbedienung hier. Kriegen Sie auch noch mit dazu. Die hat sogar noch einen Timer, die Fernbedienung. Also kann sagen, wie lange es leuchten soll. Es geht dann automatisch aus. Ja. USB braucht sowieso wenig Strom. Das heißt, über den Stromverbrauch brauchen wir hier gar nicht zu diskutieren. Und jetzt hast du, ich könnte mir das sogar vorstellen, dass man das an der Decke montiert. Einfach mit ein paar Halterungen festmacht. Und dann hast du wirklich einen Sternenhimmel. Die ganze Decke, über 300, in dem Fall dann Sterne. Und auf wie viel? 3 mal 3 Meter? 3 mal 3 Meter, also du kannst hier steht, du kannst es sogar kürzen. 9 Quadratmeter wären das in der Fläche, die du damit wirklich beleuchten kannst. Also das ist enorm für 10 Euro. Die hat noch Haken dran, dass man es ganz einfach aufhängen kann. Und der Timer geht dann alle 24 Stunden für 4-5 Stunden an und geht dann wieder automatisch aus. Also schalten Sie ihn einmal abends um 8 an, wenn es dunkel wird. Dann geht es am nächsten Tag wieder um 8 Uhr abends ganz normal an. Also du spielst gern mit diesen Optionen rum. Wie viele verschiedene Leuchtmodi haben wir, Ingo? Wir haben 8 verschiedene Leucht- und Blinkmodi. Oh ja. Oi. Das sieht doch einfach nur toll aus. Also ich finde ja so Lichtervorhänge noch viel, viel schöner als eine normale Lichterkette. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie wir es gesehen haben. Auch so hinterm Vorhang. Sieht fantastisch aus. An der Decke angebracht. Super. Ich hatte sowas früher auch in meinem Kinderzimmer damals noch. Ja. Das sah echt toll aus, hinter meinem Bett. Das kann ich mir vorstellen. Ja. So Lichtervorhang, wow, beeindruckend. Der auch vielleicht mal so von innen ins Fenster hängen. Ne? Für draußen sind die nicht geeignet. Also wenn es trocken ist, können sie es natürlich raustun. Aber Regen können die nicht ab. Aber das ist natürlich eine ideale Dekoration hier für alles Mögliche hier. Weil man hier dieses warmweiße Licht hat und man kann es noch individualisieren mit diesen 8 verschiedenen Leuchtmodi, die alle mit der Fernbedienung auch noch einstellbar sind. Denken Sie wieder dran, es ist unser Preisalarm, also maximal einer dieser Lichtervorhänge pro Besteller können wir zulassen. Aber wenn ich denke, Lichterkette oder Lichtervorhang mit 300 LEDs,
So, und jetzt kommt aber der Wahnsinn. Sie sehen hier den Normalpreis. Ein Lichtervorhang, 13 Euro. Und wir haben im Preisalarm zwei für Sie. Ein Zweier-Set dieser Lichtervorhänge für jetzt gerade mal 10 Euro. Also kann man ruhig mehrere Orte damit dekorieren. Es ist ein Zweier-Set, das habe ich jetzt erst gesehen, du hast absolut recht. Das Zweier-Set für 10 Euro mit der NX4949 und der 569. Bitte nur einmal bestellen, aber Sie bekommen zwei dieser tollen Lichtervorhänge. Das ist eigentlich unglaublich, wirklich. Ich weiß nicht, wie wir es machen, keine Ahnung. Und damit hat man so viele Möglichkeiten, auch wenn Sie jetzt noch gar keinen Plan haben, was Sie mit so einem Lichtervorhang fahren. Ja. Holen Sie sich den und Ihnen wird ganz sicher eine tolle, tolle Einrichtungs- oder Dekorationsmöglichkeit einfallen. Jetzt geht es aber weiter mit dem Auto. Mit dem Auto schon. Beziehungsweise unter Umständen auch LKW. Wow, Typ C zwei Stück. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht, weil es ist also klar ein Kfz-USB-Ladegerät. Aber auch für 24 Volt, also 12 Volt oder 24 Volt, deshalb auch für LKW. Aber eine Leistung von 135 Watt. Echt? Das heißt, und zwar über zweimal USB-C und USB-A. Und dementsprechend kannst du also auch mal so ein Laptop, MacBook oder so ultra schnell aufladen. Also die Geräte, die eine hohe Leistung, eine hohe Wattzahl zeigen. Oh, ja. Und dann Ambiente nennt sich das. Wow. Ja. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Übrigens also automatische Anpassung, bei USB-C Ladestrom, automatische Anpassung bis zu 100 Watt. Das ist enorm. Und dann auch nochmal bei USB-A eben so genauso mit der Schnelllade, also Quick Charge heißt das ja auf Englisch, mit der Schnellladefunktion ebenfalls ausgerüstet. Also Handys, wenn die das unterstützen, werden wesentlich schneller geladen. Ja, vor allem richtig Kraft dahinter, ne? 130 Watt? Also 135 insgesamt Maximalleistung. Und wenn ich jetzt sehe, ich glaube, so ein, es gibt ja von einem großen amerikanischen Anbieter für die Laptops extra Netzteile, die 100 Watt können, die benötigt werden für diese Laptops. Hier haben wir einen, der kann auf einem Ausgang 100 Watt. Ja, und dann hast du noch zwei andere zur Verfügung. Also das ist schon enorm. Allein schon so ein USB-Netzteil für ein Auto in den 12-Volt-Anschluss kostet normalerweise schon 15, 20 Euro gerne mal in guter Qualität. Hier haben wir drei Ausgänge, gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Du wirst auch dein Handy im Auto laden wollen, ne? Ja, natürlich. Ich lade immer mein Handy, auch meinen Kopfhörer manchmal. Siehst du? Das ist wirklich so viele USB-Geräte. Habe ich. Und für mich, das ist wirklich ein Must-Have. Auf Tankstelle habe ich einen gekauft. Das hat 25 Euro gekostet mit einem USB. Mit allem Anschluss. Ja. Ich möchte auch nochmal die LKW-Fahrer ansprechen. Für 24 Volt ist das auch geeignet. Die Bestellnummer ist die ZX3547 und die 569. Und wirklich über einen USB-C-Anschluss bis zu 100 Watt Leistung ist enorm. Das geht für die größten mir persönlich bekannten USB-C-Geräte. Also auch hier die neuen iPhones zum Beispiel werden ausschließlich noch von USB-C auf USB-C geladen. Lightning ist da Geschichte. Das neueste, ich glaube das 15er. Hast du schon das iPhone 15? Nein. Noch nicht. Du hast noch Lightning, ich war auf das 16er. Du hast noch Lightning. Hier als ja. Aber es wird auch immer mehr mit USB-C und USB-A. Und dementsprechend ist das ein Gerät mit der Leistungsstärke, was man lange, wirklich lange benutzen kann. Oh, jetzt wird es medizinisch. Ja, richtig. Das finde ich jetzt klasse für 10 Euro. Wirklich super, weil wir hier ein Medizinprodukt der Klasse 2 haben. Wir haben nämlich ein medizinisches Fingerpulsoximeter mit LCD-Farbdisplay und hohe Genauigkeit. Und damit kontrollieren Sie nicht nur Ihren Puls, sondern auch die Sauerstoffsättigung. Und das ist wirklich super, sollte man immer im Auge behalten, gerade auch, wenn man mal zum Beispiel in den Bergen unterwegs ist, da ist die Luft einfach anders und die Verhältnisse, oder auch mal beim Skifahren. Aber auch für oder beim zu Hause, Katalog lesen finde ich hier super. Bei Rebecca, ne? Ja. Also mein Puls ist heute ein bisschen hoch. Ich bin bei 82. Gute Sauerstoffsättigung, aber das wird sofort, das ging 99. Jetzt. Was, 99 Sauerstoffsättigung? Ja, ja. Und der Puls? 60. Oh, der ist schön ruhig, ja. Aber klasse, du musst es nicht mal groß anschalten. Und was ich schön finde, egal wie rum du den Finger hältst, ja, du siehst das Display richtig rum, das dreht sich. Es ist ein Farbdisplay und so ein Pulsoximeter in der Apotheke würde ich schätzen mindestens 30 Euro, oder? Ja, alles, wo Medizinprodukt der Klasse irgendwas steht, kostet schon mal 20, 30 Euro mehr, ne?
Und hier ist auch wirklich super klasse. Die Genauigkeit, wie gesagt, ist hervorragend. Finde ich. Und man hat ja auch noch eine Alarmfunktion, warnt bei zu hohen oder zu niedrigen Werten. Also Blutsauerstoff oder Puls. Ja. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Schulter-OP, als ich danach wieder aufgewacht bin, hatte ich so ein Gerät am Finger und alle paar Minuten kam eine Krankenschwester und hat Puls und Blutsauerstoff kontrolliert. Und da war alles in Ordnung. Wie sieht es jetzt aus? 93% Blutsauerstoff, der Puls ist bei 83. Hier schauen wir noch mal, passt genau. Das also, wegen mir wahrscheinlich. Ja, natürlich, natürlich. Ingo, wie sieht es bei dir aus? Ich habe es jetzt nicht erkennen können. Ich habe 73, ich bin etwas cooler. Schön ist, wenn du unterwegs bist, das kannst du einfach um den Hals hängen. Ja? Ja. Das ist auch genial. Also gerade Bergwanderungen, wenn man sich nicht übernehmen sollte oder auch hoch hinausgeht, dann sollte man wirklich auch auf den Blutsauerstoff achten und gegebenenfalls eben mal öfter Pause machen. Aber wie gesagt, in der Apotheke Medizinprodukt 30, 35 Euro wäre jetzt hier meine vorsichtige Schätzung. Nach oben gibt es wahrscheinlich keine Grenzen. Ja, alles, was man sich in der Apotheke holt, kostet viel Geld. Bei uns kriegen Sie ein Medizinprodukt der Klasse 2 für 10 Euro. Ja, ich weiß es, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Bevor einem der Atem ausgeht, kann man hier schon mal gucken. Oh, vielleicht sollte ich mich jetzt schon mal hinsetzen. Für Sportler sowieso, die müssen ihren Belastungs- und ihren Ruhepuls wissen. Und Moni ist die coolste hier tatsächlich. Ja. Du bist auch 60. Ja. Was ist denn mit euch beiden? Also meiner ist jetzt runtergegangen. Lassen wir euch völlig kalt hier. Ich habe mich jetzt auch entspannt auf 75 und es wird ruhiger. Also alles im grünen Bereich und vor allem, auch wenn man die Werte nicht so beurteilen kann, wir sind ja alle keine Mediziner, der Alarmton, wenn es mal zu hoch ist oder zu nieder, ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Also ein medizinisches Produkt, ein Pulsoximeter für 10 Euro, das ist wirklich außergewöhnlich günstig. Und hier würde ich gerade zugreifen, weil so ein bisschen Eigenkontrolle ist ja gar nicht schlecht, oder? Ja, man hat ja meistens auch so ein Fieberthermometer zu Hause. Sollte man auch hier, finde ich, zu Hause haben, kann man sich umhängen oder auch einfach mal mitnehmen. Auch beim Sport ist das super, einfach mal alle Werte im Blick zu halten. Und ich finde es super, dass man hier komplett schmerzfrei ist. Also es tut null weh, das finde ich auch richtig gut. Gerade auch, wenn man das mal zum Beispiel bei Kindern machen möchte. Einfach nur den Finger reinstecken und schon wird es hier gemessen. Super. NX 8740 und die 569 ist die Bestellnummer für unser Pulsoximeter, was Sie auch gerne bis zu 5-mal bestellen dürfen. Also bei Camping waren wir Dekorationsideen, jetzt haben wir Gesundheit. Natürlich hier Gesundheit im weitesten Sinne des Wortes, zumindest die Kontrolle der Gesundheit. Aha. Jetzt bin ich gespannt, wo es jetzt hingeht. Oh. Wieder ins Auto. Cool. Oh, aber richtig cool. Mhm. Was haben wir denn hier diesmal? Wir haben einen 4-fach-Kfz-Verteiler. Den stecken Sie ganz einfach in Ihren 12-Volt-Anschluss und den Verteiler dann in den Cup-Holder, wie es heißt, oder den Becherhalter in Ihrem Auto. Und dann kriegen Sie 2x12 bzw. 24 Volt. Da können Sie gleich den USB, da brauchen Sie gar nicht. Da sind auch noch 2 USB-Ports dran. Also alles drin, alles dran. 4 mobile Geräte kannst du hier ganz bequem mit Strom versorgen. Vor allem ist es nicht sowas, weißt du, so ein Fremdkörper im Auto, weil es ganz einfach hier in den Cupholder gesteckt wird. Weißt du, und ich weiß, dass viele den Urlaub dieses Jahr mit dem Auto geplant haben. Südfrankreich, Spanien, Italien, da bist du ein paar Stunden unterwegs. Und wenn da noch die 2 Kinder dabei sind, dann kann es auch mal sein, wenn die am Handy oder am Tablet datteln, dass da mal der Akku leer ist, dann ist das Geschrei riesengroß. Hier hast du genügend Strom für die ganze Familie. Im Notfall, wenn 2 USB nicht reichen, wir hatten ja vorhin dieses Mehrfach-USB-Teil, das kannst du hier auch noch einstecken. Ja, also die ganze Familie praktisch mit dem notwendigen Strom versorgen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das in der Mitte nochmal eine LCD-Anzeige, die dir den Ladestand, den Ladestrom, Bordspannung ganz und aber auch die Spannung der Batterie zeigt. Ja, ja. Siehst du nicht, das ist Gesicht, das ist Nase. Gesicht. Und was sind das, die roten Bäckchen, die zwei Punkte links und rechts? Das sind die Grübchen. Nee, die Grübchen, die süßen Grübchen. Ja? Oh, hast du gerade gesehen, da hat er zugezwinkert. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. 10 Euro. Das geht übrigens für 12 und 24 Volt. Also können Sie auch im größeren Wohnmobil oder im LKW noch benutzen. Finde ich super praktisch, weil es gibt so viele Geräte, die inzwischen eben auch den 12 bzw. den 24 Volt Anschluss benutzen. Und wenn man dann den schon in Betrieb genommen hat, hat man keinen Platz mehr für das nächste. Aber jetzt, wo du sagst Gesicht, kennt ihr den Film Nummer 5 lebt? Der sah so ähnlich aus. Der sah so aus, genau. Also an den kannst du mich jetzt auch erinnern. Wann mit ein bisschen der Film? Das Fantasie. Ist doch gerade erst im Kino gelaufen. Ja, vor 30 Jahren oder so. Vor 30, 40 Jahren. Ist schon eine Weile her. Ich war nicht auf der Welt. Ich weiß nicht, das muss Anfang 90er gewesen sein, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ende oder war es schon 2000er? Das ist schon gruselig. Der sah so aus.
Die Bestellnummer ist die PX2326 und die 569. War das ein Mensch? Nein, das war ein Roboter. Der aber menschliche Züge. Ja. Das war, ich glaube, die erste künstliche Intelligenz überhaupt. Ja, zumindest im Film. Nummer 5, ich glaube, es war ein Zeichentrickfilm, oder? Muss ich später mal suchen. Nein, 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 das war kein Zeichentrickfilm. Das war Wolli, das war nein, aus einem anderen Film. Das war ein richtiger Kinofilm. Mann, Mann, Mann. Oh, ein Klassiker. Nummer 5 lebt, aber unser Buzzard, der lebt auch noch. Der arbeitet auf Druck, der könnte ist sensibel. Könnte auch der Fünfte sein, ne? Dankeschön. Bitteschön. Heute haben wir einiges an Elektrik. Das muss ich sagen. Die Außensteckdose, die übrigens schon sehr stark nachgefragt ist. Und jetzt haben wir hier Steckdosen für innen, aber Funksteckdosen. Und zwar ein Dreier-Set. Drei Funksteckdosen, die unabhängig voneinander im Radius von 30 Metern eingesetzt werden können. Und das Leben einfach ein bisschen bequemer machen, weil Sie können jetzt von Ihrem Standpunkt aus diese Geräte an- und ausschalten. Zum Beispiel Standby-Geräte komplett vom Strom trennen, aber auch, ich sage jetzt mal, diese typischen Stehlampen, wo so einen komplizierten Schalter haben oder die hinterm Sofa stehen, die kann ich jetzt bequem mit Fernbedienung schalten. Drei Stück einfach dazwischen stecken und Sie können die dann mit der zugehörigen Fernbedienung einzeln oder zusammen an- und ausschalten. Ich hatte auch so eine Stehlampe, da war der Drücker, der Fußtaster, genau in der Mitte des Raumes. Das heißt, ich bin im Dunkeln in den Raum und habe dann so getastet, wo ist denn der jetzt endlich? Das ist natürlich gefährlich, weil man da über alles Mögliche stolpern kann. Hier ganz bequem mit der Fernbedienung an- und ausschalten. Vielleicht auch mal morgens die Kaffeemaschine daran machen. Und dann aus dem Bett raus einfach die Kaffeemaschine anschalten. Und wenn man dann runter in die Küche kommt, ist der Kaffee fertig und es duftet. Auch eine Idee. Theresa aus Essen schreibt uns, prima, um selten verwendete Geräte ein- und auszuschalten. Besser als die Steckdosen mit Schalter. Und Matteo schreibt aus Wallersdorf, ich benutze die Funksteckdosen, um meinen PC ein- und auszuschalten. Denn wenn dieser Dauerstrom bekommt nach dem Herunterfahren, ist das auf Dauer nicht optimal. Da die Steckdose hinter dem Tisch ist, war dies eine sehr gute Lösung. Und Bruno schreibt aus Dahlenburg, super Preis, ich habe jetzt schon 3 gekauft, auch für Freunde, denen die Funksteckdose sehr gefällt. Hier, man kann sie natürlich auch an einem Ort platzieren, aber das Wichtige ist, es sind 3 komplett autarke Steckdosen und Sie können die in der ganzen Wohnung verteilen. 30 Meter Reichweite hat man mit der Fernbedienung. Man kann alle 3 Geräte auf einmal schalten oder auch einzeln. Also das ist mal wieder ein Highlight, Funksteckdosen, 3er-Set für 10 Euro. Unglaublich günstig, da behaupte ich mal wieder, sowas gibt es nur in der 10-Euro-Überraschungsshow. Ja, aber was wir eben gesehen haben mit der Mehrfachsteckdose, die sind ja auch so schmal, dass man da wirklich mehrere auch nebeneinander machen kann. Das ist ja auch immer so ein Problem. Ne? Zwei Steckdosen kannst du aber nur ein Gerät reinstecken, weil die zu viel Platz wegnehmen hier. Ganz klasse und super beschriftet, auch steht 1, 2, 3 drauf, auf der Fernbedienung auch. Ganz einfach und das Ganze nur für 10 Euro. So, und ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das, was Sie jetzt gerade sehen. Außer Ego, den gibt es nicht dazu. Die Bestellnummer ist die PX2949 und die 569. Ich glaube, wir hatten heute wieder tolle, tolle Produkte, vor allem saisonale Produkte. Der Klappspaten, dieser 6-in-1-Spaten, hat mir super gefallen. Die Outdoor-Steckdosenleiste fand ich toll. Den Lichtervorhang war, den LED-Vorhang. Das Zweier-Set. Und so hat jeder seine Vorlieben. Sie reagieren. Spätestens jetzt anrufen, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Und das war sie für heute. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Es lohnt sich, jeden Tag reinzuschalten. Denn jeden Tag kommen neue Schnäppchen. Jetzt bleiben Sie bei uns. Es geht spannend weiter. Tschüssi.